auf in die Stadt. Da regnet es nämlich nicht mehr, weil die Stadt hat so ein riesiges Dach drüber. Das hält den Regen ab. Und wieder ins Pokémon Center. Jo. Danke, Schwester. Das Pokémon Center könnte eigentlich auch einen anderen Zaun für die Tür haben. Das war jetzt so quasi der Standard-Sound. Ich glaube, was haben die? Ein Dragosso und ein Macholo. Naja. Es regnet nicht mehr. Was ist das hier? Milk Apricorn. Haben wir den besiegt oder haben wir gegen den verloren? Ich meine, haben wir nicht gegen den verloren? Ich umgehe den einfach mal, weil ich einfach mal gucken möchte, was an Routen noch so folgt und... Ja, verdammt, den kommen wir aber nicht mehr aus dem Weg, oder? Ja doch, kommen wir sogar. Haha, noob. Der aber nicht mehr, verdammt. Hä? Oh. Bin ich den aber voll durchs Sichtfeld gelaufen, aber er hat zum Glück nicht reagiert. Pikulente Ducklet. So, nimm das. Oha. Nicht sehr effektiv, aber es haut dennoch ordentlich rein. Ist es euer Ernst? Nicht sehr effektiv? 10 KP Schaden? Was machen wir? So ein kleines Fitzelchen? Okay, immer benutzt es Water Spot. Was gegen unser Anton durch das bringen würde. Water Po. Oh. Oh, oho, oha. Jo. Benutze ich mal. So, Effect of Whoever disappeared. Scratch. Was denn sonst? Wasserattacke. Moment mal. Der hat ja die Stärke des Feuers geschwächt, nicht die des Wassers, ich Trottel. Weshalb? Es sind eigentlich immer nur Wasser-Pokémon, die die Stärke von Feuer schwächen, obwohl Wasser-Pokémon sich sowieso kaum Sorgen um Wasserattacken machen, um Feuerattacken machen würden, machen sollten. Ach nee, komm schon. Hä? Ah, okay, kratzen kann es aber noch. Okay. Komm schon, ich kann kommen. Nein, das wollte ich gar nicht machen. So, run. Komm schon. Jetzt habe ich einmal kurz auf den Tisch gehauen und davon... Ah, okay. Ja, davon. Tatsächlich davon hat das Spiel gehängt. Ich sag mal so. Ich finde die Grundidee, dass sich die wilden Pokémon an die eigenen Level anpassen, sehr gut. Die habe ich mir schon früher gewünscht. Aber 2 Level über den eigenen Durchschnitt, das ist eigentlich schon richtig mies. Das ist eigentlich schon nicht mal leicht. Jetzt haben da oben, jetzt kommen da oben ja andere Pokémon. Jetzt würde ich mir gerne mal wissen, ob hier jetzt auch noch andere Pokémon kommen oder hier auch immer noch die Raupen am Start sind. Raupen! Oder vielleicht ein paar Nachtfalter? Mir scheint auch nur die Baumpillen, sag ich schon, die Raupen. Ich glaube, die bringen recht wenig EP. Ich bräuchte nur noch 2 Level-Ups und dann würden wir ordentlich reinhauen können. Ach komm schon! Ist es euer Ernst? Ihr seid alle doof. Got it!
So. Water Gun. Jetzt vergiftet es den noch. Ja. Das kriegst du dennoch hin. Los, Water Gun. Ja, das kriegen wir hin. Schön. Schön. Schön, schön. Hat noch nicht mal für ein Level abgereicht. So. Wir sind richtige Pendler, so richtige Pokémon-Pendler. Pokécenter-Pendler. Jupp. Wir bräuchten dringend mal ein Fahrrad. So. Ja, hallo und willkommen. Jo. Dankeschön. Die Attacke, die, dieses Ducklet, also, ja, wie kann man Ducklet ins Deutsche übersetzen? Wie hieß es nochmal? Pikolente, genau. Eingesetzt hat, das war Aquawelle, oder? Auf den niedrigen Level schon Aquawelle, das ist echt mies. Psyduck. Schins. Fight. Deckel. Ja. Das übliche Verhältnis zwischen den Schaden vom Gegner und unserem Schaden. Na egal, dann senke ich zumindest seine Defensive, bis ich ihn eintausche. Ich glaube, einmal senke ich den noch und dann tausche ich den aus, weil dann würde mich wahrscheinlich auch one-hitten, oder? Du kannst ihn zweimal disable? Nein, kannst du nicht. Failed. Okay. Pokémon, Psyduck, switch in. Ja. Disable. Hard, fails. Okay. Scratch. Oh ja. Yeah. Nimm das. Water Gun. Du Noob gegen deine eigene Art. Ist ja schlau. Das finde ich schlauer. Ja. Übersteht er. Schön. Level 12. Dann lass uns wieder zum Pokémon Center rennen. Die übliche Pendelei. Ich möchte auch eigentlich nur so lange trainieren, weil natürlich, wir werden nie wirklich auf den Stand der wilden Pokémon hier kommen, weil die auch immer selber stärker werden. Aber ich möchte zumindest so lange trainieren, bis unser Shinux Funkensprung gelernt hat. Weil wenn es schon ein Blitz-Pokémon ist, dann sollte es auch schon so eine typspezifische Attacken haben, weil sonst ist es sonst erfüllt es einfach nicht so seinen Zweck. Ich denke mal, ihr versteht so ungefähr, was ich meine. Ein Blitz-Pokémon bringt ihr nichts, wenn es keine Blitzattacken hat. Also nur Pokémon, die nur normale Attacken haben, sind eigentlich auch nur dann in Ordnung, wenn es Normal-Pokémon sind, weil dann sind die wirklich sogar stärker mit ihren normalen Attacken. So, endlich mal wieder ein Kapuzzi, Putzi. Jo. Ich würde mal sagen. Ach nee, komm schon. Ich hasse dich.
Sowas von, du kleines, mieses Vieh. Ich meine, es ist so doof und benutzt Hypnose 2. Ah, ja. Jetzt ist sie nur für nächste Runde aufgehoben. Jetzt habe ich einen gewissen Vorteil. Den kannst gleich wieder wettmachen. Falls denn schlau genug dazu ist. Nein, ist es nicht. Naja, immerhin hat es das Glück, dass wir weiter schlafen. Wenn es wieder Hypnose einsetzt. Immerhin haben sie den, ja, die künstliche Intelligenz, die KI, nicht als zu schlau gemacht. Ah, es lebt aber noch. Tackle. Aber nicht mehr lange. Das, meine Damen und Herren, war ein dummes Kapuzzi, welches es uns sehr leicht machen wollte zu gewinnen. Eine sehr, sehr nette Art von Pokémon. Es fehlt uns aber dann noch ungefähr so ein EP, damit wir endlich Level 13 erreichen und endlich in der Lage sind, Funkensprung zu erlernen, womit wir dieses Kapuzzi um einige schneller weggehauen hätten. Ich will Funkensprung! Ich weiß noch... Ach verdammt, schon wieder falsche Reihe. Als ich die Attacke Funkensprung zum ersten Mal gesehen habe, dritte Generation, da hatte ich mich... Das war von Fritzelblitz. Und die hat einfach so geil ausgesehen und die hat auch immer saumäßig Schaden gemacht. Und dann dachte ich immer, wow, will haben. Fritzelblitz und Shinnok sind so ein paar meiner Lieblings-Pokémon, weil ich auch einfach ein steiler Fan von Blitz-Pokémon bin. Die haben ja Schatteneffekte. What? What? Das müsste Pokémon, also die Originalspiele, erstmal haben. Wo ein Schatten macht ja eigentlich auch nur Sinn, wenn Licht da ist. Also es fehlt irgendwie noch so ein großer Lichtkegel. Also ein Schatten kann ja auch nur im Lichtkegel drinne sein. Ein Schatten ist ja auch immer nur dunkel im Verhältnis zur Umgebung. Und der erscheint ja auch hier nur dunkler, weil ja auch es eigentlich rumherum heller sein müsste. Und das ist es nicht. Das könnte man vielleicht noch ergänzen, dass hier noch so ein Lichtkegel drum wäre. So. Für den Fall, dass einer von den Machern des Spiels meine Videos guckt. Was wir sowieso nicht tun. Okay. Oh, das ist schon wieder Samurzel. Hallo Samurzel. Ich bin mal so mutig und fordere dich wieder hinaus. Okay, wir haben immer noch eine höhere Initiative. Harden. In dieser Runde ist quasi nichts passiert. Ich habe seine Defensive gesunken, er hat sie erhöht. So. Er erhöht seine ATK, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Seedbomb könnte ordentlich Schaden machen. Vor allem, da er seine ATK erhöht hat. Und es hat auch ordentlich Schaden gemacht. Deswegen werde ich nun mein Pokémon wechseln und zur Not fliehen. Weil wenn es gegen Anton auch wieder diese Attacke einsetzt, dann haut es es ordentlich weg. Zumal gerade, dass er seine Defensive schon wieder erhöht. Ja, okay, ich glaube, der haut uns weg. Jo. No, can't escape. Vielleicht müsste ich mir mal angucken, wie man solche Sachen vielleicht selber umstellen kann. Kann man vielleicht könnte ich da tatsächlich irgendwie in die Daten gucken, um gucken, ob ich umstellen, wie die Fluchtwahrscheinlichkeit ist, weil Can't Escape regt mich immer so auf. Vor allem, wenn man durch eine Höhle läuft oder so. Man möchte einfach nicht gegen irgendwie Golbats oder so kämpfen, aber dennoch erscheinen welche und man hat ein
Pokémon, was vielleicht gerade mal 10 Level über normal, also über den Level von Golbat ist, weil man gerade nicht mit seinem stärksten Team durch die Gegend läuft, sondern irgendein Pokémon trainieren möchte. Und man kann die ganze Zeit nicht entkommen, obwohl man einfach nur diese verdammte Höhle verlassen will. Und ich feiere gerade die Schatteneffekte. Deswegen hasse ich Golbat. So. Soll ich es mal probieren oder gleich fliehen? Ich fliehe gleich. Gegen Quapuzzi konnten wir uns gut wehren, deswegen versuchen wir es nochmal gegen ein Quapupsi. Oder gegen ein Enton, da hätte ich eigentlich auch nichts gegen. Ja, Enton lässt sich machen. So. Deckel. Warum senkt es meine Defensive, wenn es danach eine Spezialattacke einsetzt? Enton-Logik. So. Pokémon. So, jetzt setze ich mein anderes Enton ein. Enton gegen Enton. Das eine bereits vorgeschwächt, das andere ein paar Level niedriger. Und es kann Feuer angreifen. Und es setzt auch gleich Scratch ein. Schön. Danach Water Gun. Scratch war um einiges schlauer. Okay. Unser Enton. Oh, come on.